Ah, Mist! Okay, drei Stück von euch. Mensch! Gut, das war der erste. Klingt wie eine Fee aus Zelda, ja. Wird auch wahrscheinlich so funktionieren, ne? Nur eine Fee bei Zelda hat keine Magie aufgefüllt. In dem Fall würde das ja sogar Zauberkraft auffüllen. Oh! Oh yes, Energie. Das ist mehr als Gold wert. Dankeschön. Gut. Ah, schon wieder Plattforming der Superlative. Wenn ich das richtig sehe. Wobei, es geht nur in die andere Richtung. Aber auch wieder sehr viele Minen. Wie schon gesagt, also derjenige, der die Fallen hier ausgelegt hat, will uns definitiv tot sehen. Frage ist nur, wie komme ich da hin? So, von hier komme ich auf keinen Fall da drüber. Das reicht nicht. Nee, absolut nicht. Umbrella-Arbeitsbedingung, Bestimmung. Und wenn das so weit kommt, naja, dann Prost Mahlzeit. Die Krüge helfen mir da bestimmt auch nicht weiter, oder? Bleib weg! Nee, die gehen definitiv unter. Sonst gibt es auch keine Möglichkeit, irgendwie an Land zu kommen. Nee. Also das wird nicht so einfach, da dran zu kommen. Sei denn, ja, das hatte ich auch gerade überlegt, hier, aber ich glaube, es wird auch nicht reichen, oder? Uff, doch, es reicht, aber ganz knapp. So, jetzt muss dieser Wurf nur glücken. Nein, nicht so wacken. Alandra, was verstehst du da nicht so weit? Nicht. Okay, weg hier. Na, leider nur ein. Aber der gibt Energie. So, du bist der Nächste. Nee, du willst nicht. So. Noch einmal das Ganze. So. Wenn ich jetzt so schmeiße, das reicht nicht, ne? Doch, das ist genau in der Mitte. Perfekt. Nein! Ich hätte nur noch diesen Sprung schaffen müssen. Mist. Ach, warum gehe ich zurück? Ja, seid brav. Bleibt stehen.
Ja, zumindest einer. Mir fiel es nur gerade im Moment ein, so. Der Flock bleibt doch da liegen. Ja, egal. So. Geht doch. Ein Schlüssel. Das ist sogar auch noch wichtig, den zu haben. Ja, für die eine Tür, da wo ich speichern kann. Also heißt es jetzt wieder zurückgehen. Wobei es auch nicht so schlecht ist, wenn ich da wieder hinkomme. Ja gut, die Kugeln sind jetzt egal. Gott sei Dank, muss ich das nicht nochmal machen. Und ich kann nochmal speichern. Hat auch was Gutes. So, ich brauche nur Lebensenergie und auf jeden Fall das schöne Büchlein. Ja, wir wollen unsere Geschichte wieder niederschreiben. Bis zu diesem Punkt. In diesem Spiel ist es auch definitiv wichtig. Weil wenn du hier einmal wirklich stirbst, ja. Darf man den ganzen Scheiß bis zum letzten Speicherpunkt dann nochmal spielen, ne? Das macht das Spiel auch nicht ganz so einfach. Vor allem, weil die Gegner hier auch teilweise echt schon viel abziehen. Für meinen Geschmack. Oh yes, Lebensdiamant. Der kommt wie gerufen. Davon kann man auch nie genug haben. Mein 17. Und eine leere Flasche. Oder Stärkungselixier von mir aus. Okay, das sieht auch wieder interessant hier aus. Wozu ist dieser Stein gut? Okay, auf die Plattform muss das schon mal nicht. Ja. Aber ich muss auf jeden Fall da zu diesem Schalter hinkommen. Gut, erstmal gucken, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. Dann rollt er, okay. Und der Stein ist hier drin. Jetzt kommt der nächste. Gut. Wir lassen uns mit diesem Stein einfach mal rüberkugeln. Ja, war doch so einfach. Ich habe hier Schlimmeres erwartet in dem Raum. Aber das ging ja doch noch ganz locker. Party! Oh, was ist... Nein, bitte kein Boss. Dieb! Ungläubiger! Du wirst es bereuen, diesen heiligen Bund zu entweihen! Reue soll deine Gedanken bestimmen, während deine Seele ausblutet. Hä? Was habe ich denn gestohlen? Ich habe nichts gestohlen. Okay, aber wenn du meinst... Ah! Ein Wassergeist. Och du Scheiße. Alles klar? Gut, wie sieht's mit Bombe aus? Kann ich damit was bewirken? Ja, zumindest habe ich getroffen. Gut. Geht das nochmal? Nein. Ach du Scheiße. Nächster Treffer. Ja, das war nichts. Der ging ins Leere. Treffer 3.
Jetzt! Yes. Oh, noch mehr Hände! Oh Gott! Sing will mich in den Abgrund ziehen! Nein! Uff! Shit! Okay, diese Wackelpudding-Schüsse sind schon heftig. Ich bin gleich schon tot. Oh. Und ich habe nur noch eine Heilkraut. Wobei, ich habe notfalls noch hier das Wunderextrakt. Aber das will ich noch nicht verbraten, wenn es geht. Ja, diesmal trifft meine Bombe nicht. Wahrscheinlich muss ich das dann aber auch tragen, ne? Oder geht das direkt automatisch? Ich werde es ja sehen. Ah, Mist. Komm schon, Treffbombe. Das war der vierte Treffer. Gut. Ja, ich werde direkt wiederbelebt. Ohne es einsetzen zu müssen. Ist aber schon ein krasser Boss. Nein, das war zu früh. Macht nichts. Das waren jetzt schon einige Bombentreffer, die das Ding erlitten hat. Und es lebt immer noch. Okay, komm her. Ah! Ja, das war's. Der nächste Treffer und ich bin tot. Es hat endlich Chance, irgendwie geschickt, diesen Ende jetzt auszuweichen. Nee. Schade. Ist aber auch schon ordentlicher Schaden, den er hinterlässt. Puh, naja. Zeige dich, Wasserdämon. Gesicht sieht aber echt schon übel aus. Auf jeden Fall nichts, womit man wahrscheinlich spaßen sollte. Gut, das wird schon mal der erste Treffer. Nein! Nein, nicht wieder die Wackelpudding-Schüsse. Attacke! Gut, zwei Treffer haben wir schon mal. Das ist Treffer 3. Na, ja, das wird nichts. Okay, nee, das ist schon mal richtig blöd gerade. Aber trotzdem getroffen. Bringen wir überhaupt jetzt noch ein Heilkraut was? Wahrscheinlich eher weniger. Ich benutze es trotzdem. Gut. Zeit für noch mehr Bomben. Ach Mist. Ja, da muss ich jetzt wieder belebt werden. Sobald diese Hände kommen, wird das Ganze alles andere als witzig. Also sobald mehrere hier kommen. Mist! Gibt's aber auch echt kaum Ausweichmöglichkeit. Nein, vergiss es. Na. Ah, der Wackelpudding des Todes. Ja, und die Hand des Todes.
Okay, das war auch nichts. Ja, Sinas, hoffen wir mal, dass du recht behältst, dass alle guten Dinge wirklich drei sind. Schauen wir doch mal. Na dann komm her, du Wassergeburt aus der Hölle. Oder was auch immer du sein sollst. Wo ist er? Da. Gut. Nummer 1. Ich sollte auf jeden Fall nicht vergessen, ich muss in Bewegung bleiben. Treffer 2. Das ist wahrscheinlich auch die beste Taktik bei ihm. Ihm im Auge behalten und dann zuschlagen, wenn man die Möglichkeit hat. Ja, oder auch nicht. Wenn man dann den Einsatz verpasst. Yes, das war der dritte. Na? Okay, da war ich ein bisschen unachtsam wegen der Hand. Aber 4 Treffer haben wir. Das war zu früh. Okay, schnell Heilkraut. Na. Somit war mein Heilkraut schon mal Verschwendung. Na. Nicht schon wieder. Ich glaube, eine Menge Glück ist bei diesem Boss auch gefragt. Weil je nachdem, was für Angriffe der macht. Ah! Sehr schöner Treffer. Gut, jetzt will ich es mal ausprobieren. Stärkungselixier. Gut, das haben wir eingesetzt. Hoffentlich reicht das auch. Oh, okay. Sehr gut hingesetzt. Und noch ein Treffer. Nein, nicht genau in mich. Okay, schnell. Die Hände kommen. Sauber. Nein, nicht wieder in die Hand. Okay, ich habe noch eine Möglichkeit, mich komplett wiederbeleben zu lassen. Ah, direkt wieder in die Hand. Okay, scheiße. Jetzt muss es sitzen. Mann! Warum zweimal hintereinander diese Wurkelpudding? Scheißdinger. Okay, es reicht nicht. Doch! Sei gegrüßt, Evil! Ah, du kommst direkt zu einem sehr harten Bosskampf hier. Oh Mann. Na, vergiss es. Schon wieder Wackelpudding. Ja, der nächste Treffer bringt mich um. Das reicht immer noch nicht. Verdammt! Na, der wäre aber trotzdem noch nicht kaputt gewesen. Scheiße. Oh, der hält viel aus. Der hält echt viel aus. Trotz Bombe.